Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Thelma Burbing, ich bin Schauspielerin und ich bin von DEJA nominiert worden für ein Praktikum. Ich darf heute Jenny Kunert begleiten. Die ist Pflegekraft in der Intensivmedizin und Anästhesie. Ich freue mich total, bin aufgeregt. Let's go! Hast du hier schon mal deinen Kasak? Den tragen wir hier auf der Intensivstation. Wow, okay, cool. Ich habe heute eine Praktikantin mit hier auf der Intensivstation und ich bin sehr gespannt, wie der Tag wird und wie sie die Intensivstation hier wahrnimmt. Thelma zieht sich gerade in der Umkleide um und ich werde sie da jetzt abholen gehen. Los geht's. Okay. Was machen wir jetzt als allererstes? Wir gehen uns jetzt die Patientenübergabe abholen. Das heißt, wir sprechen mit den Kollegen, die Patientin jetzt im Vordienst betreut haben. Ach, guten Morgen, Frau Machtel. Genau. Stellen Sie sich mal vor, ich bin Jenny, ich bin die betreuende Pflegekraft jetzt im Dienst. Dann erzähle ich euch mal schnell was. Frau Wachtel ist 71 Jahre alt und heute ist der 4. postoperative Tag. Also sie hat hier das kleine Gerät implantiert bekommen. Das ist ein sogenanntes LVAD, das unterstützt sozusagen das Herz, indem es aus der linken Herzkammer das Blut in die Aorta pumpt. Das kriegen Patienten dann, wenn das Herz selber nicht mehr in der Lage ist, die Arbeit alleine zu bewältigen. Mhm. Wie geht's Ihnen? Danke. Also ich habe sie mir schlimmer vorgestellt. Ich habe ja meine Lore dabei. Ja. Ach, Lore, 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 Lore. Ja, na, ich heiße eigentlich Inge Lore, sagen alle Inge zu mir. Und das ist dann meine Lore. Okay, Selma, wir gehen jetzt in den Medikamentenraum da hinten und bereiten Medikamente für die Patientin vor. 3 Perfusorspritzen brauchen wir. Und ich darf auch eine aufziehen? Ja, aber. Okay, cool. Ich zeig dir das erste Mal, wie es geht. Beim anderen leite ich dich dann einfach nur an. Okay, alles klar. Wie lang ist denn eine Schicht von dir normalerweise? Na, immer um die 8 Stunden. Es ist halt hochkonzentrierte Arbeit, man hat viel zu tun. Man braucht einen sehr, sehr guten Rundumblick. So ungefähr? Genau. Dann zieh raus. Jetzt rausziehen? Das ist schon hohes Konzentrationslevel gefragt. Ja. Mhm. Genau, das wieder beschriften. Okay. Okay, super. Cool. Sehr gut, dann haben wir das geschafft. Habe ich Spritzen aufgezogen. Das hast du super gemacht. Das ist aber nicht so einfach, ne? Gar nicht so einfach. Wirklich, es sieht so aus, als wäre das, was es wirklich, muss man halt üben, ne? So, hier sehen wir einmal den großen Pflegestützpunkt der Station. Hier wird Dokumentation gemacht. Sozusagen das Brain der Station. Das Brain ist hier. Das Brain ist hier, genau. Dann gehen wir jetzt zurück zu Frau Wachtel. Die möchte nämlich gerne wieder ins Bett gelegt werden. Da unterstützen wir unsere Kollegin Antonia. Okay. Also, Sie können sich auch schon mal ein Stückchen nach vorne lehnen. Ich nehme die Beine und den Blasenkatheter und dann meine Lore. Sie nehmen die Lore, genau. Dann geht's mit einem Schwupps ins Bett zurück. Genau. Na, aber super. Mit ein bisschen Abstoßen hat geholfen. Ja, man unterschätzt tatsächlich, wie anstrengend das für die Patientinnen und Patienten ist, an der Bettkante zu sitzen. Die Muskulatur, die baut halt doch echt schnell ab. Dann würde ich dich jetzt einmal in einen 6-Betten-Saal führen und dir den mal zeigen. Und dann kannst du mir gleich mal sagen, was dir in diesem Saal auffällt. Keine Betten? Genau. Und komplett leer? Er ist leer. Genau. Und das ist so das Sinnbild für den Pflegenotstand momentan. Es gibt einfach viel zu wenig Pflegekräfte. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum dieser Saal momentan nicht betrieben werden kann. Nein. Weil es keine Kollegen gibt, die die Patienten hier betreuen könnten. Okay, das heißt, auch da wieder mehr Pflegekräfte, damit dieser Raum wieder genutzt werden kann. Genau, wir brauchen viel, viel Nachwuchs. Ja. Viele, viele motivierte und engagierte Pflegekräfte, die Bock haben, hier in den Beruf einzusteigen. Ja, der, wie ich finde, wirklich sehr, sehr spannend ist und total vielfältig und so. Ich habe schon total viel gelernt, muss ich echt sagen. Vielen, vielen Dank. Wirklich, es war so schön mit dir. Vielen, vielen, vielen Dank. Mein Praktikumstag ist beendet. Ich bedanke mich vor allem bei Jenny. Vielen, vielen Dank, dass ich dich begleiten konnte. Und du mir gezeigt hast, wie kraftvoll, intensiv und toll Pflegeberufe sein können. Und an euch geht noch, falls ihr die anderen Folgen noch nicht gesehen habt, dann schaut ihr euch doch mal an. Viel Spaß!